Hallo erstmal. Können wir bitte erstmal über meine perfekte Skincare reden? Ich bin auch geschockt über deine perfekte Skincare. Also ich habe mich jetzt schon fertig gemacht, falls man es sieht. Das Make-up ist drunter. Und meine Haut ist heute nicht so perfekt, weil ich gerade erst bei der Kosmetikerin war und eine Ausreinigung hatte. Oder so ein bisschen weggemacht, ne? Diese kleinen Sachen, die man so nicht dabei haben möchte. Einen wunderschönen guten Abend. Die Kinder sind schon im Bettchen. Also ich hoffe, alle Kinder, weil wir wissen ja nicht, Johann ist ja aktuell noch auf Klassenfahrt, ob er auch schon. Obwohl, wie viel Uhr haben wir denn? Okay, 21 Uhr. Möchtest du nicht, Justus? Was? Doch, doch, ich möchte. Wo denkst du? Was solltest du eben noch mal sagen, Justus? Was? Ich habe nichts gesagt. Mir ist aufgefallen, dass meine Haut viel schneller abheilt. Also auch zum Beispiel jetzt, wenn man so gepupelt hat, Pickelmale zum Beispiel oder sowas. Und es ist viel schneller einfach wieder perfekt glatt, ohne irgendwelche Rötungen, ohne irgendwelche Hautpellungen an der Nase. Vielleicht kennst du das auch, wenn man sich da die. Und da habe ich Justus gefragt, ob das denn nicht vielleicht an diesen Produkten liegt, die ich aktuell benutze. Und da sagte ich, keine Ahnung. Und da sagst du, ja doch, kann doch sein. Und dann, ich sag, keine Ahnung. Und der sagt, ja doch, kann doch sein. Und ich sag, ja, kann sein. Und du, ja, sag ich doch. Nein, du hast gesagt, ja, es ist so. Ja, genau. Das habe ich genau so gesagt. Dieses Serum, das ich benutze und die passende Tagescreme dazu. Ja, nur das Niacin. Niacinamide? Genau. Da ist ja auch Zink drin. Ach, das heilt dann. Das heilt auch Ach, ist das aus. denn in diesem Serum drin? Ja. Siehst du mal, was in dieser koreanischen Creme alles drin ist? Und Justus kennt sich da ja auch gut aus. Er Ja. benutzt das ja auch. Hat auch schon gesagt, dass es bei ihm viel besser jetzt alles aussieht. Ich sah schon vorher viel besser aus, aber jetzt sehe ich noch viel besser Und aus. für Justus habe ich auch schon Termin bei der Kosmetikerin gemacht. Ich habe jetzt eine neue, ich habe jetzt gewechselt. Und oh, Habe das ich ist dann so auch eine schön da. neue? Darf ich dann auch wechseln? Nee, aber ich möchte nicht so gerne. Da soll niemand in meinem Gesicht rumdrücken. Ich finde das gut, Bei wenn dir muss man auch nicht ich möchte rumdrücken. nicht. Justus hat das gar nicht. Ich habe so eine typische Mischhaut mit trockener Haut, außer T-Zone, da neige ich zu Unreinheiten. Und du hast das irgendwie gar nicht. Was hast du denn für eine Haut? Ja, das hat mich. Was hast du denn für eine Haut? Nancy hat mich das letzte Mal gefragt. Ich habe ihn Ja, was hast du für eine gefragt. Haut? Ich sagte, ja, eine normale Haut. Also doch, du musst doch sagen, welche. Eine Eine trockene Haut, Mischhaut. eine Mischhaut, eine ölige Haut. Und Gibt es auch Justus hat normale einfach Haut? eine normale Haut. Das gibt's doch eigentlich gar nicht. Gibt es eine normale Mischhaut? Du hast sogar Mischhaut ist ja, wenn du Unreinheiten oder trocken und ölig hast. Also Aber das dann hast du ja nur entweder eine ölige Haut, was ja nicht so schön ist, eine Mischhaut, die nicht so gut ist, oder eine trockene Haut, die nicht so gut ist. Also ein Das Problem hast du immer, sind ja? ja Hautprobleme. Ja, Und irgendwie. gibt es auch einen Menschen, der keine Probleme hat? So, wow, wie So geht's wie dir? du, Ich habe ja? keine Probleme. Ja, aber ich muss ja jetzt auch nehmen. Ich habe ja jetzt normale Mischhaut. Nee, also ich habe mich nicht verstanden. Ist ja jetzt egal. Auf jeden Fall, Nancy hat mich verurteilt, auch diese Produkte zu benutzen und ich. Du benutzt sie doch super Doch, gern. ich benutze sie super Und gerne. Justus, du kennst Justus, er ist so ein Typ, weißt du, dem sage ich, das ist toll, probier das. Und er sagt, nein, nein! Ja, so redet er in meinen Gedanken. Ja, genau. Und dann kriege ich ihn doch irgendwie dazu, nachdem ich ihm das 100 Mal gesagt habe. Und dann sagt er, oh, ja, das ist doch ganz gut. Hast du es gesagt, auch Ja, bei den Sachen? möglicherweise ist das so typisch mein Charakter, ja. Ja, also ist ja auch zu deinem Vorteil. Es ist nicht zu machen, weil es ist anstrengend. Ja, aber wenn ich nichts Neues ausprobiere. Was ist denn jetzt schon wieder los Na, mit dir? okay. Irgendwas Nein, stimmt nein, nicht nein, mit nein, nein. Justus. Ich glaube, Justus muss uns irgendwas beichten, kann das sein? Nein. Ich wollte eigentlich nur meinen Abend jetzt, der Tag war lang. Ich würde jetzt Wir gerne meinen werden gleich Abend noch. unsere Serie weitergucken. Ja. Crash Landing on Das ist jetzt You. auch mein Crash Abend. Landing on You. Das ist sowas Ja. von schnulzig. Ach. Ach, und du liebst es doch, komm. K-Drama, na, ich sag's dir. Aber Es wird die ganze vorher Zeit möchte geweint. Justus Ich noch muss was auch weinen. sagen. Ich habe nichts zu erzählen. Ich möchte jetzt einfach nur Wir haben uns eben flüchten. am Essenstisch unterhalten mit den Mädels. Sind ja gerade nur die Mädels da. Johannes ist ja noch auf Klassenfahrt. Ja, haben darüber geredet, so Klassenfahrt, wie toll das ist. Was wir so als Eltern eigentlich so damals Schöne erlebt haben. Erinnerungen. Ja. Ja, genau. Und ich kann nur sagen, also meine Klassenfahrten waren immer langweilig. Das habe ich auch schon erzählt. Wir sind da immer ins Moor gefahren, haben da gesehen, was man so aus dem Moor so alles ja, rausgefischt hat. Eine Socke, Nee, nee. nee. Ein Kopf. Justus, lass das. Füße? Füße Justus! sind eklig. Nein, lass Was das. denn? Ja, du findest das ja spannend. Was? Ja, ich finde Moorleichen cool. Bah, sag
sag das Wort nicht. Ja, was denn? Ja, ist doch so verrückt. Ja, die sind dann, keine Ahnung, 1000 Jahre da konserviert. Also ich fand das nicht so toll. Das war auch noch damals in der Grundschule, weißt du? Also ich weiß ja, ob man sich das in der Grundschule so anguckt. Kindergarten ist noch früher, ja. Naja. Und an andere Klassenfahrten kann ich mich gar nicht erinnern. Doch, an Prag. Wir waren auch in Prag. Und da wurde meine Lehrerin bestohlen. Also Taschendiebe waren das. Und ich habe die Taschendiebe sogar beobachtet. Habe ich dir das schon mal erzählt? Total krass. Also wir waren da in der U-Bahn-Station oder so, ne? Also über den Bahnen. Und dann sind wir alle ausgestiegen und wollten dann eben hochfahren, mit der Rolltreppe hoch. Und dann ist meine Lehrerin da vor uns gewesen, um den Weg halt anzuführen. Und sie hatte halt einen Rucksack. Das ist ja schon mal, ne? Dass ich meinen Rucksack dabei haben, perfekt für Taschendiebe ja, irgendwie. Und dann eine Bauchtasche haben, ja, kamen die Taschendiebe plötzlich zu fünft, keine Ahnung, waren auf jeden Fall viele, und haben sich alle, also ich glaube, zwei haben sich vor sie plötzlich gestellt, sodass sie nicht weitergehen konnte auf der Rolltreppe. Und die anderen kamen von hinten, haben sie quasi gedrängelt, weil sie dachten, hä, warum geht das denn nicht weiter? Obwohl sie, ne? Ja, okay. Und dann haben sie halt da in ihrer Tasche gefummelt und haben dann ihr Portemonnaie rausgeholt. Das ging super schnell, das war innerhalb von 5 Sekunden vielleicht. Ich habe das alles beobachtet, ne? Also ich stand ja irgendwie so seitwärts. Ich meine, ich war ein kleines Kind, ich konnte nichts tun. Nicht, dass du denkst jetzt. Das sieht jetzt gerade deine Lehrerin durch. Was? Die hat das gesehen. Und, aber ich habe das schon vorher gesehen. Ich habe schon vorher diese Truppe da gesehen und dachte, naja, komisch, ne? Dass sie da so alles schon so geguckt haben, so ein bisschen getuschelt haben. Ja, und dann haben sie wirklich ihr Portemonnaie rausgeholt. Und dann sind aber die, die vor ihr standen, dann plötzlich doch weggegangen. Und die hinter ihr sind auch alle in verschiedene Richtungen. Ein paar sind auch in eine U-Bahn gestiegen und weggefahren. Das heißt, niemand wusste, wer jetzt das Portemonnaie hat. Ja, okay. Und auch wir Mädels, weißt du, wir haben auch geguckt, ja, wir wussten gar nicht, wem laufen wir jetzt hinterher, um zu sagen, hey, das war schon richtig krass. Das war großes Kino, muss ich schon sagen. Ach so, genauso wie die Polizei das immer erzählt, ne? Echt? Das sind mehr, ja, das sind immer mehrere, das sind, der eine lenkt ab oder hilft. Meinem Großvater, da waren so zwei nette Männer, die haben ihm geholfen, in die Bahn rein, und haben sie ihm das ganze Geld geklaut und das Ticket auch. Und saß mein alter Großvater mit 85 Jahren da im Zug und hatte kein Ticket und kein Portemonnaie und kein gar nichts. Ja, ja. Wenn wir gerade beim Thema Taschendiebe sind, wie sind wir denn darauf gekommen jetzt? Egal, ich erzähle das jetzt trotzdem. Ich habe nämlich noch ein krasses Thema. Und zwar wurde eine Freundin von uns, also wir sind da so eine Straße lang gelaufen, und die Freundin von uns hatte halt auch Koffer in der Hand, ne, links und rechts, also sie war voll bepackt, hatte aber eine Handtasche natürlich hier hängen. So, und dann kamen ein paar Frauen mit so einer Zeitschrift oder so nach dem Motto, ja, hier, lies mal, aber eigentlich haben die anderen dann währenddessen da drunter halt in der Handtasche gekramt und alles rausgeholt. Was ich schon alles erlebt habe. Und dann dachtest du, in meinen jungen Jahren, da war ich ja noch, ich muss jetzt nichts melden. Justus, ich war ein kleines Kind. Ach so. Ja, ich war klein, ich war ein kleines Mädchen, ich war so unschuldig, weißt du, und dann musste man sich sowas angucken, das ist schlimm. Und dann hat man auch immer so ein ekliges Gefühl, weißt du, wenn man sowas gesehen hat oder wenn man sieht, dass es solche Menschen gibt, die solchen Menschen etwas wegnehmen, das ist richtig schlimm. Ich könnte jetzt schon wieder heulen. Das ist so, okay, so unfair und so gemein. Ich habe es noch nie mitgekriegt, aber du dreimal in deinem Leben. Ach Gott, was war das denn jetzt für ein Ausflug? Das wollte ich gar nicht erzählen. Wie kamen wir denn jetzt darauf? Ich bin jetzt wir haben das schon beendet. Wir haben nichts mehr zu erzählen. Wir haben schon beendet, ne? Mhm. Ja, okay. Was war das jetzt für ein Vlog? Meine schlimme Kindheitserinnerungen, weißt du? Mein normaler Abend mit Nancy. Ja, weißt du, was? Guck mal, was wir hier gerade machen. Alle Kinder sind im Bett und dann sitzen wir hier im total aufgeräumten Wohnzimmer und warten eigentlich nur darauf, dass wir den Fernseher anmachen. Ja, wer macht den Fernseher? Ich mache den natürlich an. Guck mal, wie ich den anmache. Ich zeig's dir mal. So cool. Das habe ich dir noch nie gezeigt. Das ist ja eigentlich so eine Abendroutine. Ja, die musst du jetzt suchen. Aber eigentlich kennst du ja unseren Fernseher schon, ne? Oder? Hast du ja schon angemacht. Das ist jetzt meine abendliche Fernsehroutine. Gott sei Dank kann man mich nicht mehr sehen. Zu doll. Zu doll? Nee, ist gut. Ich weiß doch den Winkel. Das ist der perfekte Winkel. Guck, und dann können wir schön Fernsehen gucken. Auf dem Sofa. Ich liebe diese TV-Wand. So, Folge 15. Guck dir das an. Crash Landing on You, K-Drama. K-Drama.
Mach mal nicht an! Martha, was machst du denn da? Ich dachte, wir gucken jetzt. Ich dachte, du wolltest noch was erzählen. Nee, ich will nichts mehr erzählen. Es gibt nichts zu erzählen. Irgendwas meintest du doch. Nein. Genau, jetzt weiß ich wieder, worum es ging. Nein. Jetzt weiß ich es wieder. Also, pass auf. Justus, du kommst da nicht mit davon. Ich will es jetzt auch wissen. Ich bin jetzt auch ganz gespannt. Also, wir saßen ja am Essenstisch und haben, wie gesagt, über Klassenfahrten mit den Kindern geredet. Und da kamen so ein paar lustige Geschichten bei raus. Ich muss ja gucken, irgendwie ist hier der... So, okay. so schön verdecken hier. Mach ich auch schnell. So. Sieht man eigentlich meine Glass King gerade gut? Ja. So, und dann meinte Justus, ja, er hat ja auch mal ganz, wie nennen wir es, bengelhafte Sachen hat er mal auf Klassenfahrten gemacht. Dass er sogar Ärger bekommen hat. Ja, damals gab es ja noch blaue Briefe. Dass du auch deine Mutter anrufen musst, oder dass deine Eltern angerufen wurden. Dass deine Eltern angerufen wurden, oder dass du deine Eltern anrufen musstest sogar? Wurdest du auch abgeholt? Nee, weil das der letzte Abend war. Weil das war so krass, wir mussten ja einen Zettel unterschreiben, dass wenn irgendwas passiert auf der Klassenfahrt, dass wir dann unsere Kinder auch wieder abholen müssen. Ne? Ist das passiert? Nee, war der letzte Abend. Wir sind am nächsten Tag sowieso gewartet. Wenn wir noch länger geblieben wären, hätte ich wahrscheinlich abgeholt. Ja, und dann hat er nur Ende noch so geguckt. Dann guckt er nur noch die ganze Zeit so und sagt aber nicht mehr. Ja, da muss ich natürlich jetzt mal nachhaken. Ja, aber das kann ich ja nicht, weil du ja dann neben mir sitzt. Die Lehrer haben deine Eltern angerufen. Ja. Ja, es gab ein bisschen Ärger gab es da. Ja, weil sie mich erwischt hatten auf dem Zimmer eines von anderen Schülern. Schülerinnen. Ja, ist jetzt. Und warum grinst du denn jetzt wie so ein kleiner Bub? Nein, weil die da eine echte Szene draus gemacht haben. Das war schon ein bisschen schräg. Also das war eine fremde Klasse und da waren wir auf dem Mädchenzimmer der anderen Klasse. Und der du Lehrer... Du und deine Kumpels, oder was? Ich ohne Kumpels. Also warum sagst du dann wir? Ja, wir Personen. Und meine Güte, Justus, ich glaube, ich will es doch gar nicht wissen. Okay, gut. Also es ist nichts passiert. So, aber die Lehrer haben halt so getan. Also die haben da was reininterpretiert. Kurz vor der Geburt des Klassenkindes gewesen wäre. Also das war schon ein bisschen schräg. Jetzt kriege ich es schwitzen. Ich habe auch Glaskind. Was hast du denn da gemacht? Ich habe nichts. Ich habe mit denen in der Runde gesessen. Justus, komm, hör auf. Ich will es nicht wissen. Komm, lass es. Okay. Das gibt jetzt Ärger. Justus, wir haben alle Dinge getan in der Jugend, von denen wir beide lieber nichts wissen sollen. Ja, genau, deshalb hatte ich auch selbst versucht zu verschweigen, aber du bist ja sehr hartnäckig, ne? Ja, wenn du da die ganze Zeit so grinsend sitzt und dann nichts erzählst, dann will ich natürlich mal nachhaken. Das will ich nicht vor meinen Kindern sagen. Gut, jetzt wissen wir ein paar dunkle Geheimnisse über uns. Du mit den ganzen Taschendieben. Ja, das ist schon ein bisschen krass. Das ist schon ein bisschen krass, dass ich das alles mitbekommen habe. Ich wünschte, ich hätte es nicht mitbekommen. Dann könnte ich weiter in meiner rosaroten Welt leben. Das ist halt so. Das ist halt so, sagst du einfach. Ja, solche Menschen gibt's halt. Naja, schreib mir mal, ob dir auch sowas passiert ist. Ob du selbst mal, sowas beobachtet hast oder ob dir mal was gestohlen wurde oder so. Gibt's bestimmt ein paar Geschichten. Guck mal, wer hier ist. Wer kommt denn hier kuscheln? Hier kommt es jeden Abend, ne? Oh ja, wie süß. Wo ist denn der Hundeköter? Wo ist der dicke Hund? Ich glaube, der liegt da noch, ne? Der liegt da ja immer hinten. Ja, hinter der Bank. Hinter der Bank, ja. Scheint irgendwie kühl zu sein, ne? Nee, das ist, glaube ich, sein Rückzugsort. Viele haben ja gesagt, ihr müsst ihm einen Rückzugsort machen. Seine Box ist dann sein Rückzugsort. Nein, das hat er sich selber einfach ausgesucht, dass das sein Rückzugsort ist. Also guck mal, was ich gegessen habe eben noch. Alleine. Alleine, eklig. Ich teile nicht. Was wirklich lecker ist, das teile ich dann auch nicht. Ja, aber diese schmecken ja nicht lecker. Doch. Ekelig. Nein, das sind die leckersten Chips. Es gibt ja noch die KFC-Version, die finde ich auch lecker, aber die finde ich nochmal. Soll ich dir was zu essen holen, Justus? Oh, möchtest ja, du ein paar Naschereien? So. Ja, sonst muss ich hier laufen. Aber gerne was zu trinken. Wenn schon stehst. Ach ja, guck mal. Was könnten wir uns denn hier gönnen? Also Tee wären auf jeden Fall, wie gesagt, KFC. Dann haben wir noch, das haben wir natürlich immer. Und zwar in
50-fache Ausführung, Nummer 1, Nummer 2. Warum sind die eigentlich alle auf? Kannst du nicht erstmal einen leer essen und dann den nächsten aufmachen, Justus? Noch mehr Chips. Worauf hast du Lust? Süßes oder Chips? Pistazien. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Die letzten beiden Folgen gucken? Oh, und das habe ich ja aus Thailand mitgebracht. So richtig leckere Bonbons. Litschi-Bonbons. Jetzt ist mein Platz da besetzt. Na komm. Mein linker Platz ist frei. Ich bin nicht frei, da sitzt schon jemand. Nee, du bist nicht gemalt. Weiß ja nicht nett. Sie möchte kuscheln. Ja, aber sie braucht immer so lange, um sich hinzusetzen und hinzulegen. Sie ist so süß. Loki liegt, glaube ich, wieder oben im Bad. Ja? Ja, der liegt immer in unserem Badezimmer. Ich habe ihn heute den ganzen oben im Flur. Das ist schön kühl. Ich guck ihn aus. Guck mal, wie süß sie ist. Leg die doch sie ist einfach so ein bisschen dröppelig. Ne? Einfach jetzt hinlegen. Das ist sie schon immer gewesen. Leg dich einfach hin. Ich weiß nicht, ob das Schüchternheit oder Ängstlichkeit oder... Weiß ich nicht, wie nennt man das denn? Was? Schmusigkeit. Also sie will ja schon immer schmusen. Ja, aber nur dann, wenn alle anderen weg sind. Und sie mag den Mochi. Ja, sie mag... Die Liebe, die er ihr gibt. Genau. Aber es ist ein bisschen heftig, ne? Also er verkriecht sich mit seiner Nase richtig immer in ihrem Fell. Und stupst sie so an und so. Und ja, das so bleibt sie auch. Findet sie am Anfang gut und dann ist sie jetzt toll. Die gut. Jungen Männer. Ne? Wir schauen jetzt hier Folge Nummer 5. Oh, das ist doch schon die vorletzte Folge, Justus. Ja. Ist schon bald vorbei. Genau. Und frag mal, wer da gleich kommt. Das wird jetzt richtig spannend. Ich mag das gar nicht, wenn du sowas schon errätst vorher, das weißt du, ne? Du sollst das lassen. Ich kann den ganzen Film schon erzählen, wenn ich die erste Folge sehe. Oh, kennst du solche Leute, die so spoilern müssen? Obwohl sie die Serie noch gar nicht geguckt haben, sagen sie, ach, als nächstes passiert bestimmt das und das. Oder, ah, der und der war das bestimmt. Das mag ich gar nicht. Sowas mag ich nicht. Solche Leute. Mit solchen Leuten will man keine Serien gucken. Wenig überraschend. Okay, aber es ist wirklich eine nette Serie. Die kann man gucken als Paar. Und sie ist deutsch synchronisiert. Ja, das ist auch. Muss keine Untertitel lesen. Ja. Na gut, wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.